Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu den News. Ja, als allererstes wieder an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für die ganz vielen Kommentare und Likes bedanken, die ihr unter meinen Videos schreibt und gebt. Ja, finde ich immer klasse. Macht weiter so. Ja, was habe ich die Woche gemacht? Das Wetter war schön am Wochenende und da war Gartenarbeit angesagt. Ich habe die Terrasse gekerchert und auch nochmal versiegelt und was habe ich noch gemacht? Den Tisch. Wir haben so einen Teak-Tisch, den habe ich abgeschliffen und auch wieder neu geölt, Rasen gemäht, ja, und diverse andere Arbeiten noch im Garten gemacht. Also Terrassenabgang, den habe ich auch gekerchert und sauber gemacht. Die Wände auch sauber gemacht und ja, jetzt sieht es wieder schön bei uns aus und man kann es auch wieder auf der Terrasse aushalten. Meine Frau war auch fleißig, die hat den hinten an der Gartenhütte rund um die Terrasse und in unserem neuen Beet, da hat sie das ganze Unkraut schon gezogen und ja, es fehlt immer noch die Tür in dem Zaun. Muss ich auch mal gucken, dass ich das jetzt mal kurzfristig irgendwie baue, also die Tür und mal schauen, keine Ahnung. Werde ich mir irgendwas einfallen lassen, aber wahrscheinlich wird es nichts mehr mit den Flügeltüren. Ich denke mal, ich werde ganz normale Scharniere nehmen, die man so an den Pfosten baut und dann, dass man halt die Tür dann dementsprechend aufkriegt. Also Tonja sagte auch, mach da nichts mehr Kompliziertes, Hauptsache da ist erstmal eine Tür drin. Ja, und genauso werde ich das erstmal machen. Ja, und ansonsten habe ich wirklich nicht viel Zeit in der Werkstatt gebracht, eigentlich gar keine. Also bin ich heute wieder das erste Mal jetzt für die News. Und hier in der Werkstatt hat sich nicht viel verändert, Gott sei Dank. Auf jeden Fall werde ich aber morgen in die Werkstatt gehen, so dass ihr auf jeden Fall Freitag auch wieder ein Video bekommt. Ich habe da was vorbereitet. Es wird ein Schild. Mal gucken, wie es wird. Auf jeden Fall könnt ihr euch schon mal aufs Video freuen. Ja, dann hatte ich auch letzte Woche oder vorletzte Woche in den Kommentaren von Michels Hobby-Ecke einen Kommentar bekommen, dass er mir etwas zuschicken möchte und ich darf gespannt sein. Ja, das ist heute angekommen und das möchte ich euch natürlich auch gerne zeigen. Und zwar hat er ein Bild gemalt von mir. Also sehr, sehr cool. Und Michels Hobby-Ecke hat auch einen Instagram-Kanal und auch einen YouTube-Kanal. Müsst ihr mal gucken. Auf jeden Fall habe ich mich super gefreut, Michael. Also wirklich klasse geworden. Und da frage ich mich ja immer, wie kommt man jetzt da drauf, jetzt hier hellgrau, dunkelgrau und noch ein bisschen dunkler und schwarz zu malen. Also ja, gefällt mir super und ich gönn's nicht. Also mal schon mal vorm Zug. Ja, was passiert sonst noch diesen Monat? Vielen Dank an Michael für das Bild. Also wie gesagt, ich habe mich da super drüber gefreut. Habe auch schon einen Instagram-Post gemacht und vielen lieben Dank. Was passiert sonst noch diese Woche? Diesen Monat, ich werde auf jeden Fall die Sägeblattreihe anfangen und da verschiedene einzelne Videos zu machen. Ja, dann hatte ich ja in den letzten News gefragt, ob ihr Interesse habt an so einem Vater-Sohn-Projekten. Ja, war überragende Mehrheit dafür. Markus und ich werden jetzt auch demnächst schon dann unser erstes Video drehen. Markus hatte auch schon eine Idee. Ich füge mich da meinem Sohn, weil ich habe ja so meine Ideen, die ich so für den Kanal habe. Dann soll er auch mal ein paar Ideen dann haben. Und er hatte auch direkt eine spontane Idee. Und ja, das werden wir dann hier bauen mit, also Markus und ich dann zusammen. Freue ich mich auf jeden Fall auf den Tag oder vielleicht werden es auch zwei Tage, keine Ahnung. Auf jeden Fall freue ich mich auf das Projekt mit Markus und es ist immer witzig bei uns beiden. Wir verstehen uns super und von daher denke ich mal, kann das nur ein cooles Video werden mit ihm. Ich habe ja mit ihm schon so ein, zwei Videos gedreht von der Gartenhütte. Einmal habe ich mit ihm ja die kleine Gartenhütte gebaut und ich glaube, der 6., 7. Teil, wo ich das Dach gebaut habe, da war er auch mit dabei und hat mich da tatkräftig unterstützt. Und von daher, wer da schon mal ein bisschen neugierig ist, wie mein Sohn so drauf ist, ne? Einfach mal die alten Videos gucken. Ich kann es auch mal hier oben noch verlinken. Ja, und ansonsten ist der Monat dann wahrscheinlich auch schon bald rum. So ein, zwei Projekte werde ich natürlich auch noch machen. Auf jeden Fall, wird es da erstmal die Sägeblatt-Videos geben
und noch so die diversen ein, zwei Videos an Projekten. Dann werde ich immer wieder gefragt, ja, was ist denn mit meinem Werkzeugtestkanal los? Ja, ich hatte gesagt, dass ich, also im April wird es weitergehen. Ich habe bisher noch wirklich keine Zeit gehabt, da jetzt weitere Tests abzudrehen. Das heißt also, ich muss jetzt, also ich werde jetzt heute das morgen das Projekt machen für Freitag. Und da muss ich gucken, dass ich dann erstmal so zwei, drei Tests abdrehe und dann auch mit den Sägeblatt-Videos weitermachen kann. Aber ja, ich muss auch ganz normal arbeiten und von daher muss ich gucken, wie ich das dann alles so zeitmanagementmäßig hinbekomme. Tests gehen auf jeden Fall weiter mit den Stichsägen. Ich versuche bis Mitte April dann auch die Testreihe weiter fortzuführen. Sorry, aber ich kann mich leider nicht teilen und ich versuche es und ja, ne? Ihr werdet sehen, wann es da weitergeht. Ich hoffe und denke, dass es dann halt Mitte April weitergeht. Das heißt also, ich bringe ja auch immer dienstags, ich denke mal so heute in zwei Wochen, also so um den, keine Ahnung, was dann da ist, 19. glaube ich oder so, was haben wir heute? Ja, ich glaube so um den Dreh rum oder 20. keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich irgendwie um den Dreh rum versuchen, das erste wieder oder das nächste Video wieder hochzuladen, was die Stichsägentests angeht. Ja, und ansonsten, wie gesagt, es gibt hier nicht viel Neues aus der Werkstatt zu berichten. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit meinen Videos. Es werden auch viele alte Videos wieder von mir angeklickt, wo ich mich sehr drüber freue. Es werden auch Kommentare unter ältere Videos geschrieben, wo ich mich auch sehr drüber freue. Macht weiter so. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit, viel Gesundheit und Zufriedenheit und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.